Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 mit Minimark. Ja, und unser neuer Strautmann ist da. Wir fangen nämlich jetzt an, Mistfahren. Mistfahren, ganz wichtig. Der Hühnerstall muss auf jeden Fall leer, damit fangen wir jetzt auch als erstes an. Dann der Rinderstall. Und dann alles, was bei den Kühen über ist. Und dann denke ich mal, oder hoffe ich mal, dass Feld 19 dann auch fast fertig ist. Ja, ich habe noch einen Fehler gemacht. Na gut, nicht so schlimm. Wir müssen noch eben erst den JCB da vom Schlag runterholen. Der muss nämlich eben leer gemacht werden. Alter, hier sieht das aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber aktuelles Ernte, da ist halt, überall steht alles mögliche rum. Da steht noch dieser LKW mit Dolly, weil wir viel zu wenig LKWs haben. Mal gucken, was, wie teuer ist eigentlich so ein zweiter LKW? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Ich hoffe ja mal, dass das hier jetzt Mist ist. Tschock. Oh, Mist. Was würde denn... Ja, ich bin rausgetappt. Na, guten Morgen. Was würde denn ein zweiter LKW im Fuhrpark kosten? LKWs. Oh, hier sind ja relativ günstig sogar noch. €130.000, da wäre noch ein zweiter LKW, wäre da noch wohl drin, oder? Da bin ich doch mal eurer Meinung wahrscheinlich. Da ist er auch fleißig dabei. So, dann müssen wir eben zum JCB. Da sind nämlich noch ein bisschen Sojabündchen drin. Die müssen wir im leer machen. Da muss der nämlich dem Klaas folgen. Weil der gleich auch wieder voll ist. Und heute Samstag. Hoch die Hände, Wochenende. Und wenn alles jetzt nach Plan läuft, habe ich jetzt die nächsten paar Samstage frei. Weil nach Adam Riese wäre ich die nächsten zwei, also den Samstag heute, den Samstag darauf die Woche, hätte ich frei. Aber danach, den Samstag, müsste ich wieder arbeiten. Dann habe ich wieder 3 Wochen Ruhe und dann muss ich wieder arbeiten. Wenn das zumindest jetzt so vom Plan her so passt. Da müssen wir nochmal Montag eben als Azubis mal eben drüber quatschen, wenn er jetzt welchen Samstag arbeitet. Weil es war nämlich eine ganze Zeit lang so, dass meine Wenigkeit und ein anderer Kollege samstags gearbeitet haben als Azubis. Und dann hoffen wir jetzt, dass wir das wieder, anstatt jeder dann alle, jede zweite Woche oder vielleicht jede dritte Woche arbeiten, wie wir das jetzt schon eine ganze Zeit lang gemacht haben, dass dann jeder, also jeder jede vierte Woche nach Plan zumindestens arbeitet. Ob das so klappt, das hat sich dann bald wieder erledigt. Wie das ja dann immer so ist. Das hält dann meistens nicht so lange an. So, wie weit ist denn der klar Lexion, ne? Der ist auch voll, der fährt auch gerade seine Kurve, das ist doch schön. Das zumindest jetzt gerade so die Überlegung. Simon, müssen wir, haben wir Montag wahrscheinlich schon durchgekaut. Ob wir dazu machen können oder nicht. Das Problem ist, das kann sich relativ schnell mal wieder ändern, wenn irgendwas anderes wieder nicht passt. Wo steht der denn? Ach, da hinten. Wenn sowas das Problem ist, dann, wenn einer krank ist oder im Urlaub ist, dann verschiebt sich das natürlich wieder alles. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen ätzend. Dann wird das wieder so gepuzzelt, wer gerade Zeit hat. Und dann ist die ganze Planung für den Hinterteil. Aber naja. Da wollen wir ja mal nachgucken. So, der Lexon wird, das wird, das wird, das. Oder können wir gleich Mist fahren? Mist fahren, Mist fahren. Hühnermist, um genau zu sein. Klappt das? Reicht. Ah, der ist auch leer. Perfekt. Hier geht das weiter. Ach, du ahnst es nicht, das passt ja vorne und hinten nicht hier. Lexon hat durchdrehende Reifen. Warum das jetzt? Mann! Für nix und wieder nix, diese Aktion. Naja. So.
So, was für eine Arbeitsbreite hat er denn? Weiß ich gar nicht. Das Lustige ist, ich kann ja jetzt hier nicht mal sagen, komm, wir arbeiten hier mit Überladewagen, weil das bei Mist einfach nur Kacke ist. Aber wir fangen jetzt mal an, mich streuen. Weil auf hier muss eh der. Wollten das mit den Hexen. Mal gucken, wie weit die Wurfweite nochmal war. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf. Ja, die Wurfweite ist ja auch ganz angenehm. Und wir können mit 20 km/h, aber Feldzimmern, das ist auch schon mal eine angenehme Geschwindigkeit, würde ich sagen. Stelle ich den Tempomat noch ein auf 20, dann geht halt an. Dann brauche ich nämlich nur noch lenken. Vielleicht doch nicht. Ich habe ja mein Pedal angeschlossen. Das ist immer so ein bisschen kritisch. Weil die Pedale auch nicht mehr die jüngsten sind. Da ist ein bisschen Spiel drin. Und ab und zu klappt das nicht. Da gibt es so ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich muss mal gucken, ob ich mit der Empfindlichkeit ein bisschen rumspiele, ob ich die ein bisschen runterschraube. Aber alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Jetzt habe ich manuell wieder übernommen. Mal gucken, ob wir im Bärchen ein bisschen hochkommen. Oh, gar kein Problem. So wollte ich dann. Kollege drüben schon am Verzweifeln, was ich hier treibe. So. Ich glaube schon gar nicht, dass die 7 Folgen gleich schon wieder um sind für mich. Das ist ja schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen traurig, aber schon so ein bisschen, na, schon wieder mein Gott, schon wieder so viel geschafft, würde ich sagen, aber. Ich ziehe jetzt einmal außen drum herum, dass ich ein bisschen Wendekreis habe und dann Bahn rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Denke ich mal. Wenn auch Mühe nicht mitgemacht wird, das ist ja jetzt nicht so dramatisch, weil. Das kommt jetzt ja nicht so darauf an. Staldung streuen nennt sich das. Durchdrehen Reifen und der Johnny ist fertig. Und schon haben wir die Aufgaben für die nächsten paar Minuten auch wieder in der Tasche. Achso, der ist schon wieder fertig. Aber den Johnny müssen wir unbedingt umsetzen. Eil abfahren lassen. Stunden hat der Johnny schon gefahren. Gut, der ist auch, ich würde mal sagen, zu 95% ist der auch eigentlich andauernd unterwegs. Fahren wir vorne noch einmal mit die Kanten ab, die immer so ein bisschen schwierig sind. Fangen hier vorne. Das sind immer so ein bisschen so die Problemkanten, würde ich sagen. Fahren wir noch einmal drüber, da das ein bisschen ordentlich aussieht. Großen Hügel, nimmt er den auch mit. Ja, macht er direkt zur Heu, das ist gut. Weil nicht da durchfahren. So. So, dann hier hinten noch ein bisschen. Dann können wir gleich mal ganz kurz gucken, wie viel Heu das jetzt gegeben hat von dem Stück. Ganz grob, plus die 40 km, die jetzt hier noch im Anhänger liegen. Ah, hier liegt ja gar nicht so viel. Naja, hatten wir mal schlimmere Hügel. Na gut, wenn das ein paar Mal
nicht machst, dann hast du natürlich auch so ein paar Hügels liegen. Auf dem anderen Schlachter liegen auch noch so ein paar Hügels, das ist auch noch relativ spannend, würde ich sagen. Hier meint grob drumherum, drüber her. Weil da liegen echt noch ein paar Hügels. So, wenn wir mal ganz kurz gucken, wie viel wenn wir denn jetzt im Endeffekt jetzt runtergezogen haben. Bum, 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 bum. Gute 500k. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wiese 8. Zack. So, der Lexion muss entladen werden. Was steht er denn da hinten? Na komm, fahren wir hier rum. Eigentlich auf Banane. Aber egal. So, mein Tablet ist auch geladen oder wird geladen gerade. 12%. Ich wollte gerade mein Tablet benutzen, weil ich das ab und zu nutze, so als dritten Monitor, wenn du mal irgendwie so ein bisschen einen Blick auf noch irgendeiner Seite haben musst. Dann habe ich da, wollte ich da, habe ich da jetzt gerade den Teamspeak hingeschoben. Wollte mein Tablet wieder anmachen, ist mein Akku leer. Ich denke, so typisch, immer das gleiche. Dann Kabel reingesteckt, Tablet gestartet und dann ging das wieder aus. Ich so, auch ne, muss jetzt echt ein paar Minuten warten, bis das so lange geschafft. An die Helligkeit ein bisschen runtergeschraubt, hier ein bisschen runtergeschraubt, da ein bisschen runtergeschraubt. Ja, jetzt lädt das zumindest. Es läuft gleichzeitig und es lädt das, was es soll. Es hat jetzt innerhalb von ja, knapp 2 Stunden 12% geladen. Wird ja schon das fast sagen, das ist eine schöne Herausforderung. So, wie sieht das denn hier aus? Ach du, ach so. Na gut, das kann natürlich jetzt nicht funktionieren. Naja. So. Na, wie gesagt, die nächsten paar Minuten haben wir jetzt erfolgreich verbracht. Und zwar mit nichts tun. Und hier haben wir nichts geschafft. Das ist natürlich wieder schön. Naja. Genau. Naja, aber den Mischstreuer wollten wir uns ja schon länger leisten. Ist ja nicht so, als wollten wir da keine Investitionen bei tätigen. Aber es war halt irgendwann klar, irgendwann haben wir so viel Mist da rumfliegen. Die Kühe produzieren jetzt auch richtig viel Mist. Dadurch, dass die jetzt ja auch ein paar Tiere mehr geworden sind. Jetzt ja über 300, 350, irgendwie sowas. Weiß ich gar nicht. Müsste man eigentlich mal gleich nachgucken. Natürlich der Hühnerstall, der produziert natürlich jetzt was, weil der jetzt auch richtig angelaufen ist. Der läuft jetzt eigentlich auch gut. Zack. X. Guck mal eben nach den Kühen, wenn wir da schon mal drüber quatschen. 354 Kühe. Gut, Wasser muss da rein, Strom muss da rein, Mischration, Heu, Silage, Gras. Also einmal alles bitte. Mist, Gülle, Milch. Mist, 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 Gülle. Gülle haben wir gar nicht mehr so viel. Und Milch haben wir vor kurzem, oder haben wir letzte Woche noch weggebracht. Von daher würde ich sagen, läuft der Hase, ja. Da vorne kommt der Johnny, der ist schon wieder voll mit Heu. Der Johnny braucht auch gleich einen Abfahrer. Ja gut, wir holen jetzt erstmal wieder ein bisschen Mist. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Bevor wir dann wieder hier irgendwo. Aber hier muss auch echt noch was drauf. Also hier werden wir noch ein paar Mal fahren mit dem dicken Streuer. Aber es lohnt hier auch nicht, irgendwie was Kleineres an Mischstreuer zu holen, weil ganz ehrlich. Bei den Flächen, die wir hier haben, da muss natürlich auch ein bisschen was passieren. Natürlich, wir könnten das auch alles hier mit so 3-Meter-Geräten machen, aber ich weiß ja nicht, wie viele Tage wir im Endeffekt dann brauchen würden, aber es wäre wahrscheinlich einige Tage. Das will ich euch ja nicht zumuten. Will ich mir auch nicht zumuten, aber. Naja. So, jetzt die Folge. Schon wieder der Hamster auch schon wieder rum. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie der Stand im Hühnerstall eigentlich so ist. Hühnerstall produziert. Ja, Getreide ist ein bisschen näher. Hühner. Könnten wir auch mal wieder auffüllen. Mist, na gut, Mist machen wir, ziehen wir gerade leer. Getreide, Wasser, Stroh. Kartonpaletten sieht auch ganz gut aus. Hühner.
Na gut, Mist, haben wir noch zwei Anhänger, ein bisschen mehr. Dann haben wir das hier auch wieder leer. Das ist doch schön. Wir könnten natürlich auch aus dem ganzen Mist und Gülle könnten wir einfach Dünger machen und das nutzen, aber ich weiß ja nicht. Das auch wäre wahrscheinlich auch wieder so ein Mehraufwand, wo wir dann sagen müssten, nee, besser nicht. Guti, aber ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folgen und frische Marsch. Vierfach. Bis dann, danke, tschüss.